Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge hier in Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Jo, weiter geht's hier in der Hoffnung, mal neue Einsätze zu bekommen, aber mit einer neuen Soundmod, und zwar die Soundmod V2 habe ich jetzt mit drauf von Ansgar. Das heißt, wir haben neue Stimmchen, wir haben neue Sirenen und so weiter und so fort. Mal gucken, ob wir das alles gleich hier mithaben werden. Moin, Kollege. Moin, moin. Achtung, Brandschutz, PKW-Brand, Autobahn, Einsatz für ELW-1, LF-24, TLF-1, RTW-1. Das hatten wir. Ja, das mal, der Gong ist jetzt ein bisschen anders und so weiter und so fort, beziehungsweise der alte Gong. Aber PKW-Brand auf Autobahn hatten wir noch nicht. Wir hatten schon mal Unfall auf Autobahn und den ganzen Schnulli. Aber PKW-Brand hatten wir noch nicht. Das ist gut, das ist ein neuer Einsatz, das erfreut mir. Jetzt muss ich noch kurz gucken hier, Führungsassi. Mach's Brett zu, mach du's Brett zu. So, ja, dann mal auf hier. Gucken wir mal, wie sich die neuen Sirene. Also jedes Fahrzeug hat jetzt irgendwie eine neue Sirene. Ja gut, der schon mal nicht. Ah doch. Das hört sich doch schon mal viel angenehmer an. Sehr schön. Ich höre jetzt bei den Pressluftdingern jetzt keinen Unterschied, wird bestimmt ein Unterschied da sein, aber da bin ich dann nicht Experte genug. Obwohl, das hört sich vielleicht einen Tick anders an, aber die elektronischen Hörner sind auf jeden Fall anders. Das muss man ja in der Tat zustimmen. Naja, wir müssen doch diesmal anders drauf fahren, sehr interessant. Schöne Sache, schöne Sache. Ich hoffe auch die. Ich habe jetzt gar nicht geprüft, ob die restliche KI mitkommt. Ich hoffe es einfach mal. Ja, ich hoffe es einfach mal. So, Außenweg, Junge. Alter. Gott, ach du Heimatland. Ja, mit der Dings, das hat man ja schon mal, ne? Eieiei, das ist ja wieder ein Graus. Obwohl, das sieht schon diesmal besser aus. Ja, da hinten brennt es in der Tat. Alter, Alter. Naja, Rettungsgasse in die S. Junge, 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 Junge. Gehen wir hier rein, wir gehen hier rein. Eieieiei. Meine Kinder, Menschenskinder, so rum. Dass die alle keine Rettungsgasse kennen. Es ist schlimm, es ist schlimm. Absitzen, und dann, ja, erstmal absitzen, würde ich sagen. Na, erstmal absitzen, betätige die Umgebungsbeleuchtung. Das ist das hier, wenn mir nicht alles da ist. So, war die öffnen. Moin, Mahlzeit, Servus, Mega Moin. Moment, ich muss aussteigen. Ah, sehr schön. So, wo sind denn die Kollegen? Klemmen die da hinten irgendwo oder was? Weil ich alleine kann ja jetzt relativ wenig morgen, ne? Soll ja klar sein. So, kurz gucken hier, Einsatzort organisieren, ne, zusammenpacken, Brandbekämpfung, Löschangriff, ja, mit was? Mit was? Ja, wo sind die Kollegen? Wo sind sie? Servus. Ah, die hängen noch hier, sehr gut. Alter, zack, kurzes Auto mitgenommen. Sehr gut. Da muss ich mal kurz hier eingreifen. Dahinter. Ach, dahinter sind die nächsten Kollegen. Das ist sehr schön. Ein bisschen länger gebraucht hier. Gucken, ob ich hier durchkomme. Uiuiuiui. Sehr gut. Ist es zwar eng, aber es ist so. Naja gut, die Karre ist abgebrannt, mein Freund. Ich glaube, da kann man nicht mehr so viel machen.
So, sehr schön. Rückwärts fahren. Zack, auch angekommen. Ich bin beeindruckt. So, Jungs, absitzen. Ja, und dann schon mal hier Brandbekämpfung, Löschangriff, ne, beziehungsweise wir müssen erstmal absetzen, ja, ne, sonst wird das halt nicht. So, was ist denn hier mit den Kollegen? Ich wollte gerade sagen, die kommen jetzt auch mal dazu, das ist sehr schön. Das ist auch schon mal sehr, sehr schön. So, weil so wirklich einen aktiven Löschangriff können wir ja eh nicht machen, weil es ist ja nicht da. Ne, muss man auch dazu sagen. So, Brandbekämpfung, ja, Löschwasserabgang, wir haben hier nicht, oder? Vom Löschwasserabgang her, ich glaube, hier geht es nur über einen Schnellangriff erstmal. Was anderes können wir hier nicht machen, aber es gibt Problem. Dann Brandbekämpfung, Löschangriff, Schnellangriffsvorrichtung und bitte. Ja. Machen wir hier, mache ich Kollegen, mache ich an. Gebe ich maximalen Druck drauf. Genau, das sieht sehr gut aus. Dann gehen wir gleich mal hier rein. Ja. Dann wollen wir den ganzen Spaß hier gleich mal löschen. Aber die Karre, die scheint mir ja hier auch einmal komplett abgefackelt. Der Brandwert hat sich verändert. Naja, nicht so ganz, aber so halt, ne? Dann löschen wir den ganzen Spaß mal hier hinten. Können wir da vielleicht noch zu zweit? Das wäre ja eigentlich mal keine schlechte Idee, wollt man? Mochte es. Absichern, abrücken, Brandbekämpfung, Löschangriff, schnell. Was? Kein Feuer entdeckt? Willst du mich verarschen? Ach, kein Verteiler. Ne, warte mal. Einsatzort organisieren. Ich muss die mal kurz nebenbei absitzen. Wenn die dann mal abgesetzt sind, vielleicht können die nämlich mit der Schnellvorrichtung auch noch mit eingreifen. Das wäre ja ganz gut, bevor die einfach nur sinnlos rumstehen. Ich meine, bis dahin habe ich die Karre auch selber gelöscht, davon mal abgesehen. Obwohl sich das hier scheinbar noch als etwas. Ja, obwohl sich das hier noch als etwas schwieriger weiß, wie mir das hier ausschaut. So, sehr schön. Da sollen wir weitermachen. Brandbekämpfung, Löschangriff. Okay, gut. Das, die greifen mit ein, die Kollegen. Das ist schon mal sehr gut. So, jedenfalls die Hoffnung hier, da nimmt sich jetzt sein PA-Gerät. Nö, und da müsste das ja eigentlich laufen. Jupp, da kommt er. Sehr gut, sehr gut. Der Brandwert hat sich verändert. So, Herr Kollege, helfen Sie mal mit. Dann will man hier rüber. Ja, lösche das Feuer, das ist so geil, Jungs. Ich muss auch mal ein bisschen hier rüber. Der Brandherd hat sich verändert. So, ein bisschen hier reinhalten. Hier brennt nichts mehr. Ne, das sagst du, hier qualmt's noch ganz schön. Wenn ich sehe, was hier so ist, Brandbekämpfung nach Clustern suchen bitte. Na? Macht das hier der Herr Kollege, das ist sehr gut. Prüfe so. Auch versteckte Glutnester. Mache das. Und ich glaube, da sind welche, oder? Was sagst denn du? Da qualmst du noch bestimmt irgendwo. Oh, oh, ist noch zu heiß. Naja, das kann ich sehen. Das kann ich, warum, was will denn die scheiß Markierung hier eigentlich, hä? So, jo, mach das Ding mal auf, bitte. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Das wollte ich doch hier eigentlich nur sehen, ja. Ja, hier köchelt es nämlich im Allgemeinen. Gut, das ist so eine schöne Riesenpampe hier. So. Alter, was hier immer noch für eine Hitze dran ist. Eieieiei. Na gut, das hätten wir auch. Ah, hier hinten qualmt es aber auch noch schön, ganz schön dezent. Genauso wie hier hinten, da gibt es auch noch vereinzelte Stellen. Na? Genauso wie hier, Halleluja.
Wollen wir hier, ich brauche mal kurz hier wissen, der nicht der, der hier. Wer hat denn von euch die, nee. Hast du die? Ne, die hast du auch nicht. Du bist das hier, ne? Ne, du bist das auch nicht, dann bist du das. Auch nicht, sag mal, wer hat denn von euch? Hier, dankeschön. Der Herr Truppenführer. So. Also wir haben hier, ach du Scheiße, okay, wir haben also hier auf jeden Fall noch eine nicht marginale Hitze. Okay. Ja, hier vorne ist es aber laut dem Ding auch noch ganz dezent heiß. Aber es wird 0 Grad angezeigt, aber man sieht es halt ja noch. Es ist auf jeden Fall noch mit dabei. Mal kurz gucken, ob ich hier Verkehrsunfall, Geräteablage, Fahrzeug sichern, nee, technische Hilfeleistung. Hier, ne, aber das will er auch nicht machen. Ne, Brandschutzbereitstellen brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Geräteablage, sondern wir müssten eigentlich, ne, aber das will er auch nicht. Okay, schade. Weil normalerweise hier noch Batterie abklemmen oder irgendwas, aber die scheint ja eh schon verschmolzen zu sein. Deswegen kann ich jetzt nur noch ein bisschen hier reinhalten, weil wie gesagt, laut dem Ding ist das hier so die Hitze. Und das hört man ja dementsprechend auch. Na, hier zischt es ja noch ganz ordentlich. Ja, den wurde ich ja gerade mal reinhält. Da zischt das noch ganz gut. Aber die KI macht halt leider Gottes auch nicht mehr mit. Weil für die ist der Hauptbrand ja bekämpft. Aber von den Glutnestern her interessiert die das dann scheinbar doch eher weniger. Aber das scheint jetzt hier gepasst zu haben. Hier hinten scheint auch nichts mehr zu sein. Nein, das ist alles okay. Schauen wir hier noch. Nee. Nö. Das haut doch alles hin. Ja, ein bisschen Abstand halten hier. Nö. Scheint erfolgreich gelöscht worden zu sein. Nö, wunderbar, passt. Ist gelöscht, meine Damen und Herren. Ich bin stolz auf euch. Dann bitte einmal erfolgreich zusammenpacken. Ne, haben wir uns verdient, würde ich sagen. Haben wir uns verdient. Zack. Sehr gut. Gut, dann würde ich hier... Achso, ich gehe mal kurz... Ich lasse euch mal machen und gehe mal hier... Grüße. Gehe mal hier auf den Generaltruppenführer hier, wie der auch immer heißt hier. Einsatzleiter, Grüße. Weil wir haben ja gar nicht mit dem Damm gesprochen. Zum Glück habe ich was zum Essen dabei. Ja, ja, ist richtig. Ist richtig. Wer ist denn hier Ansprechpartner? Wie geht's Ihnen? Frau, hallo? Okay, mit Ihnen kann ich nicht sprechen. Ist schön. Können Sie mir nochmal hier die Sachlage erklären? Nicht schon wieder. Ich stand erst gestern 3 Stunden im Stau. Ja, ja. Sie arme, arme, arme Frau. So, Ihnen gehört das Auto? Ne, ich weiß gar nicht genau, was passiert ist. Ich war auf dem Weg ins Büro und plötzlich gab es einen Knall auf der Rückbank. Ah ja. Ja, das ist, das hört sich jetzt nicht geil an, würde ich sagen, ne? Aber ansonsten geht's Ihnen ja gut, ne? Also, ist in Ordnung. Da, was, da hat sowas von gestunken, lauter, was, ein lauter Rauch, konnte ich kaum noch was vor, vor lauter Rauch, konnte ich gerade noch was auf der Straße sehen und bin rechts rangefahren. Das ist richtig, das haben sie alles richtig gemacht. Zum Glück hat euch jemand gerufen. Mein Handy ist dummerweise in der Jacke auf der Rücksitzbank und ist vermutlich längst verbrannt. Ah, Akku explodiert. Sagen Sie es doch, Meister. So, jetzt kann ich meinen Chef anrufen. Jetzt kann ich nicht mal meinen Chef anrufen, dass ich später komme. Ja, ist richtig, ne? Da werden sie gekündigt, ne? Weil das geht halt nicht, ne? Sie hätten ja auch laufen können, ne? Also sind sie verletzt, so ganz nebenbei. Mir geht's gut, aber mein Auto kann ich wohl vergessen. Ja, ist richtig. Also ihr Auto, das ist durch, Meister. Das ist durch. Gut, sehr schön. Abrügen. Und zusammenbacken, abrücken hier. Abrücken und abrücken. So, sind wir auch fertig? Sehr schön. Gebe ich den Befehl auch hier zum Abrücken. Der Chef muss sich einfach nur aufs Ding setzen. Zack. Na, und wird gefahren. So simpel ist das ja. Türe zu. So, Herr Kollege, vorne sind sie. Huppala, vorne sind sie. Oh, der holt aber ein bisschen weit aus. Was ist denn hier vorne bei den Kollegen?
Wann geht's denn da nicht weiter? Will der Mechaniker wieder nicht hier? Hallo, der Mechaniker, ja. Ist richtig, ja, der Mechaniker, der hängt noch hinten an der Pumpe, dort Lene. Okay. Gut, Kollegen, wir müssen noch mal absetzen. Mach. Die Bugs, Alter. Mach doch mal bitte alles auf. Lass doch mal bitte den Herrn Kollegen hier raus. Das wäre sehr nett. Ne? Das wäre sehr, sehr nett. So. Das ist sehr schön, die Kollegen machen. Wenn er hier hinten noch die Tür aufmachen würde, das wäre sehr schön. Also ich kann das hier nicht benutzen, Herr Kollege. Macht ihr das bitte? Ja, Dankeschön. Das sieht erstmal gut aus. Ich mache erstmal hier aus. Und ich würde gern aufhören, Herr, aber Kollege, warte. So. Herr Kollege, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen so aussieht, aber... Oder hängen Sie, Herr Kollege? Ja, Sie, Herr Kollege, Sie hängen, ne? Das ist nicht gut. Das ist... Nee, ich glaube, der ist festgebackt. Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, der ist festgebackt, der Kleine. Ah, Gottes Willen. Moment. Hol mal kurz hier. Servus. Eieiei. Kurz einsteigen. Gab's denn nicht mal den Befehl zum Zurücksetzen? War da nicht irgendwas? Kann ich einfach Gas geben? Sehr schön. Kurz den Mechaniker hier angucken. Nee, der ist tendenziell, der ist einfach festgebackt, meine Damen und Herren. Das wird hier nichts mehr. Schade. Verdammt. Aber immerhin hat so lange funktioniert, bis der Einsatz vorbei war. Das ist schon mal eine Menge wert. Glaubt mir, das ist schon mal eine Menge wert. Dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. War ein erfolgreicher Einsatz. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, GG, ne? Tschüssikowski.